Ich möchte hier mit Ihnen über die Frage nachdenken, die in gewisser Weise die Urfrage des Politischen ist. Warum fällt es uns so schwer, unser gesellschaftliches Zusammenleben in friedlicher Weise zu gestalten? Warum haben wir so große Schwierigkeiten, das aus der Unterschiedlichkeit von Interessen und Perspektiven resultierende Fehlen von Einvernehmlichkeit, das ist gerade das Wesen des Politischen, dieses Fehlen von Einvernehmlichkeit in gewaltfreier Weise zu bewältigen? Eine banale Antwort wäre, weil der Mensch so ist, wie er ist. Das ist trivialerweise richtig, aber wenig erhellend. Erhellend wäre eine Antwort, wenn sie uns spezifisch angeben könnte, wie denn der Mensch beschaffen ist und ob ein friedliches Zusammenleben überhaupt im Möglichkeitsraum unseres Geistes liegt. Es geht also wieder, Sie ahnen es, um Demokratie. Denn Ziel der Demokratie war ja gerade, den sozialen Frieden und den Frieden zwischen den Völkern zu sichern. Die Erfindung der Demokratie ist eine Leistung des menschlichen Geistes, eine kollektive gesellschaftliche Leistung und eine der größten zivilisatorischen Leistungen überhaupt. Damit verschiebt sich unsere Eingangsfrage zu der Frage, warum fällt es uns so schwer, dieses Leitideal umzusetzen? Und das wird uns dann auf die Themen Angst und Macht führen. Ich möchte in 7 kleinen Kapiteln die Beziehung der Begriffe Angst, Macht und Demokratie beleuchten und in die größere geistige Landkarte unserer Eingangsfrage einbetten. Beginnen möchte ich mit der Beziehung zwischen Menschenbild und Herrschaftsform, weil jede Reflexion über menschliche Gesellschaften immer ein angemessenes Menschenbild zugrunde legen muss. Schon in der Antike hat Tacitus in seinen Beschreibungen und Analysen zwei wichtige Komponenten dafür identifiziert. Er schreibt, die Masse zeigt eine verstärkte Neigung zu Affekten und Leidenschaften auf Kosten der Vernunft. Politische Führer seien in ihrem Handeln vor allem geleitet durch ein Verlangen nach Macht, von Herrschsucht und um Herrschsucht und Ehrgeiz zu befriedigen. Jede Gesellschaftsform muss also schauen, wie sie damit klarkommt und nicht nur damit, sondern mit einem großen Spektrum weiterer Eigenschaften der Beschaffenheit des menschlichen Geistes. Wenn sie das nicht leistet, wird eine Gesellschaft auf der Basis eines unangemessenen Menschenbildes errichtet, so erzeugt dies gesellschaftliche und psychische Spannungen und Verwerfungen. Der Neoliberalismus, der gegenwärtig alle Bereiche unserer Gesellschaft durchzieht, hat seine Form von Gesellschaft auf dem Menschenbild des unternehmerischen Selbst, also des Homo economicus, gegründet, dass der Mensch ein Wesen sei, das in permanenter Konkurrenz mit anderen seinen individuellen Nutzen zu optimieren sucht. Es bedarf eigentlich keiner Erwähnung, dass ein solches Wesen als ein abscheuliches Wesen zu betrachten wäre und noch in seinem Charakter unter dem Wolfe stünde.
Niemand möchte in einer Gesellschaft leben, die konsequent auf einem solchen Menschenbild errichtet ist. Denn zur Beschaffenheit des Menschen gehört, dass er ein soziales Wesen ist, auf ein Gegenüber und auf die Gemeinschaft angewiesen ist. Und zur Beschaffenheit des menschlichen Geistes gehört, dass der Mensch als Individuum nicht dem Willen eines anderen unterworfen werden möchte, also ein Freiheitsbedürfnis hat. Das sind wichtige Eckpfeiler, die jede Art von Gesellschaftsorganisation berücksichtigen muss. Gegenüber dem Menschenbild des Neoliberalismus ist der Mensch also tatsächlich unendlich viel komplexer und einige Kerneigenschaften seiner Beschaffenheit, auch solche, die hier für das Thema relevant sind, konnten wissenschaftlich identifiziert werden. Das ist eine Tradition, die schon bis auf Platon zurückgeht. Platon, der eigentlich Moralphilosoph war, ging von der Frage aus, warum handeln wir so oft entgegen unseren Einsichten? Das ist ja auch eine Alltagsfrage, die uns auch immer wieder bedrängt. Die Antwort, die Platon gab, war eben, der menschliche Geist ist nicht etwas Einheitliches, sondern besteht aus unterschiedlichen Funktionskomponenten, die miteinander in Konflikt stehen können. Und er unterschied eine Vernunftseele, eine Affektseele, zu der dann auch die Angst gehört, und eine Triebseele, zu der dann auch der Machttrieb gehört. Und er illustrierte dies mit der Metapher, dass der Geist aufgebaut ist wie ein Rosselenker. Als Rosselenker sah er die Vernunft an, der unterschiedliche Arten von Pferden im Zaum halten muss. Hier tauchen unsere Komponenten Angst und Machttrieb auf. Die haben eine sehr komplexe Funktionslogik im Gefüge unserer Psyche. Vor allen Dingen können sie sich, ich werde darauf zurückkommen, die können sich verselbstständigen. Heute wissen wir, dass die Architektur unseres Geistes nicht nur aus drei Komponenten besteht, sondern aus mehr als einem Dutzend. Wir können uns das vorstellen wie ein großes Orchester. Der Geist ist sozusagen ein großes Orchester mit unterschiedlichen Funktionskomponenten, die alle ihre unterschiedliche Evolutionsgeschichte und ihre unterschiedliche Funktionslogik haben. Und die große evolutionäre Leistung ist, dass dieses große Orchester im Normalfall harmonisch aufeinander abgestimmt funktioniert. Interessant ist, entgegen unseren Alltagsintuitionen, dass uns dies nicht bewusst ist und auch nicht modifizierbar ist. Die Funktionsweise unseres Geistes ist in gleicher Weise gegen introspektive Einblicke abgeschottet wie die Funktionsweise der inneren Organe. Wir haben keinen Einblick darin und das ist gut so. Diese Funktionssysteme sind evolviert für kleine soziale Verbände und für zeitlich relativ stabile ökologische und soziale Verhältnisse. Daraus folgt umgekehrt, in Situationen, für die wir keine natürlichen Funktionseinheiten haben, ganz große soziale Verbände, Umweltbedingungen, die sich relativ schnell ändern, brauchen wir als Kompensation zivilisatorische Mechanismen, die das für uns ausgleichen. Dazu müssen wir wissen, wie funktioniert eigentlich im Gefüge unserer Psyche Angst und Macht. Und ich will zunächst mit der Macht beginnen, das Streben nach Macht. Da stoßen wir auf eine humanspezifische Besonderheit, was den Menschen auszeichnet gegenüber anderen Lebewesen, ist, dass wir in einigen, vor allen Dingen höherer kognitiver Funktionen, von einer rigiden Instinktbindung befreit sind. Das heißt, zum Beispiel unser Sozialleben ist nicht wie bei der Ameise oder bei Bienen durch Pheromone in rigider Weise organisiert, sondern hat fast beliebig viele Freiheitsgrade. Woran liegt das? Was ist der Trick, den
die Evolution sozusagen erfunden, entwickelt hat. Der ist extrem abstrakt und erst in jüngerer Zeit beginnen wir überhaupt erst zu verstehen, was dieser Trick ist, der uns eine Entkoppelung von einer rigiden Instinktbindung ermöglicht und der uns das ermöglicht, was in Wilhelm von Humboldt hat er schon auf den Punkt gemacht, der uns das ermöglicht, dass wir von endlichen Mitteln unendlichen Gebrauch machen können. Das ist sozusagen die Basis von Kreativität in allen möglichen Leistungen, Sprache, Kunst, aber auch in anderen Bereichen. Das heißt, unser Geist verfügt über ein nahezu unerschöpfliches kreatives Potenzial. Das ist das, was humanspezifisch unsere Menschlichkeit ausmacht. Das hat eine Kehrseite, weil auch die weniger erfreulichen Eigenschaften des Menschen von einer rigiden Instinktbindung befreit sind. Das heißt, der Mensch verfügt über eine unerschöpfliche Aggressivität. Er ist das einzige Lebewesen, dessen Aggressivität nicht selbstlimitierend ist. Das zeigt sich auch daran, dass der Mensch einen unersättlichen Hunger nach Macht hat, der nicht, wie gesagt, selbstlimitierend ist. Seit über 100.000 Jahren mit seinesgleichen im Krieg ist, einen unersättlichen Hunger nach Macht hat, seit über 100.000 Jahren im Krieg untereinander ist und große Schwierigkeiten hat zu einem friedlichen sozialen Miteinander. Auch hier brauchen wir zivilisatorische Schutzbalken, die uns gegen diese Eigenschaft des menschlichen Geistes, einer unbegrenzten Aggressivität, sichert. Und da kommt die Demokratie ins Spiel. Die Demokratie ist genau die Erfindung eines zivilisatorischen Schutzbalkens. Wodurch wurde sie veranlasst und was bedeutet sie eigentlich? Veranlasst wurde sie aus dem Bemühen, aus den unermesslichen Blutspuren der Geschichte Schlussfolgerungen zu ziehen. Und deswegen war man schon früh daran interessiert, was sind eigentlich die tieferen Ursachen, dass der Mensch immer wieder so gigantische Blutspuren hinterlässt. Und man stieß auf einen wichtigen Faktor, nämlich eine bestimmte Art von Vorurteilen. Vorurteile, dass es Menschen gäbe, die aus biologischen, historischen oder religiösen Gründen einen höheren Wert hätten als andere und dadurch berechtigt seien, Macht über andere Menschen auszuüben. Das nennt man dann Rassismus, Exzeptionalismus, Chauvinismus, Nationalismus. Ich will aus gegebenem Anlass kurz ein paar Worte zum Rassismus sagen. Und beim Rassismus muss man sagen, ist der Anlass eigentlich immer gegeben. Rassismus ist nicht einfach eine Reaktion auf Andersartigkeit und Fremdheit und lässt sich nicht auf individuelle Vorurteile reduzieren. Das ist ein folgenschweres Missverständnis. Rassismus ist eine tief in unserer Kultur verwurzelte Rechtfertigungsideologie, die sich erst unter spezifischen historischen, ökonomischen Bedingungen entfaltet hat und die behaupteten Unterschiede, und das ist jetzt der wichtige Punkt, Rassismus bringt die behaupteten Unterschiede überhaupt erst hervor. Ich gebe Ihnen ein Standardwerk, ist etwas älter, aber es ist das Standardwerk und immer noch wieder lesbar, wenn Sie Interesse haben, diese Dinge genauer nachzulesen. Damit ist unsere Aufgabe klar, das Kernproblem einer menschenwürdigen Gesellschaft ist, Macht muss eingehegt werden, weil jede Macht aus den genannten Gründen zum Exzess tendiert. Der Machtexzess ist dem Machtstreben eingebaut.
unsere natürlichen Freiheitsbedürfnisse zu respektieren und die Pluralität von Partikularinteressen auf friedliche Weise für ein politisches Handeln miteinander in Einklang zu bringen. Die Idee eines solchen Schutzbalkens gegen eine Gewaltordnung durch das Recht des Stärkeren beruht stets auf einem ebenso einfachen wie folgenschweren Grundprinzip, das egalitäre Grundprinzip. Ich gebe es Ihnen hier in den Worten der großen Demokratietheoretikerin Ingeborg Maus: die Anerkennung aller als Freier und Gleicher, ungeachtet ihrer faktischen Differenz. Wenn man dieses Grundprinzip anerkennt, folgt alles Weitere. Daraus folgt Demokratie als Friedenslösung für Konflikte innerhalb der Gesellschaft und das Völkerrecht als Friedenslösung für Konflikte zwischen den Völkern. Mit Demokratie im Sinne der Aufklärung meint man die Vergesellschaftung von Herrschaft durch souveräne Selbstgesetzgebung des Volkes. Das fällt uns heute schwer zu verstehen, was damit gemeint ist. Das hat gute Gründe. Das hängt damit zusammen, dass der Demokratiebegriff eine extreme Bedeutungsverschiebung durchgemacht hat, der bis zu einer Bedeutungsentleerung und bis zu einem Bedeutungsgegensatz reicht. Demokratie im Sinne der Aufklärung, souveräne Selbstgesetzgebung bedeutet, dass das Volk sich jederzeit, das Staatsvolk kann sich jederzeit eine eigene Verfassung geben. Das heißt, strikte Bindung aller Staatsapparate an das demokratische Gesetz. Diese Forderungen sind, wenn Sie darüber nachdenken, ungeheuerlich in ihrer Radikalität. Das demokratische Versprechen ist ein weiterer Punkt, der daraus folgt. Das demokratische Versprechen ist gesellschaftliche Selbstbestimmung, Prozeduren zur gewaltfreien Lösung von sozialen Konflikten und das ist der Punkt, um den es uns hier hauptsächlich geht, das demokratische Versprechen ist eine größtmögliche Freiheit von gesellschaftlicher Angst. All diese Dinge sind impliziert im Aufklärungskonzept von Demokratie. Weil Demokratie die radikalste Einschränkung von Macht ist, die es überhaupt von allen Herrschaftsformen gibt, ist es wenig überraschend, dass man bei der Umsetzung mit größten Problemen und Widerständen zu rechnen hat. Werfen wir also einen Blick auf die Geschichte. Unter welchen Umständen ließ sich denn Demokratie oder lässt sich Demokratie erringen? Der Bereich, der sich damit beschäftigt, heißt politische Ökonomie. Zunächst müssen wir uns klar machen, dass die Reichen und Mächtigen natürlicherweise kein Interesse daran haben, etwas von ihrer Macht abzugeben oder ihre Macht einzuschränken. Sie werden also und haben seit jeher demokratische Entwicklung massiv bekämpft und versucht, ihre Macht über Repression zu sichern. Das Problem dabei ist, dass Repression Kosten mit sich bringt. Und zu den Kosten gehört unter anderem auch die Gefahr revolutionärer Umbrüche, durch die die jeweils Mächtigen einen Totalverlust ihrer Macht erleiden könnten. Also haben die Herrschenden jeweils die Aufgabe, diese beiden Faktoren, die Kosten von Demokratie und die Kosten von Repression, gegeneinander
aufzurechnen. Das ist genau der Gegenstandsbereich der Disziplin der politischen Ökonomie, die untersucht, wie ist das eigentlich in der Geschichte gemacht worden. Und einer der renommiertesten politischen Ökonomen, Daron Acemoglu am MIT, hat mit riesigen Datensätzen von verschiedenen Nationen mehrerer Kontinente diese Frage analysiert und er kommt unter anderem zu dem Ergebnis, wenn die Kosten der Repression zu hoch und Versprechen von Zugeständnissen nicht glaubwürdig sind, können die Eliten gezwungen sein, eine Demokratie zu etablieren. Sie sehen, diese Perspektive der politischen Ökonomie weicht deutlich von unserem etwas idealistischen Bild ab, wie Demokratie zustande gekommen ist. Das heißt, wenn die Kosten der Repression zu hoch sind, dann sind die Machteliten bereit, Demokratie zu gewähren, demokratische Zugeständnisse zu gewähren, aber nur in dem Maße, wie die Kosten für sie der demokratischen Zugeständnisse geringer sind als die Einbußen, die sie beim neuen Status quo haben. Das Problem der Demokratieentstehung wird jetzt auf eine Art Kosten-Nutzen-Analyse heruntergebrochen. Ich will Ihnen das an zwei Beispielen in der Geschichte zeigen. Die beiden wichtigsten Etappen bei der Entwicklung der Demokratie war die athenische Demokratie und die Zeit der Aufklärung bzw. der amerikanischen Verfassung. Schauen wir uns das, was wir gerade gemacht haben, schauen wir uns mal am Beispiel der Athener Demokratie an. Da entstand das Problem, dass es heftigste Kämpfe zwischen verschiedenen Adelsfamilien gab und einer neu entstehenden Schicht von Oligarchen, massive Kämpfe, eine massive Elitenverkommenheit, eine höchst aggressive Repression, ganz massive Repression, die dazu führte, dass in Athen der soziale Frieden gestört war und es drohten Revolten. Und nun kam ein hoher politischer Beamter, hatte den Auftrag, dafür zu sorgen, dass der soziale Zusammenhang wiederhergestellt wurde. Und er hat dafür sehr radikale Reformen verordnet, die auch so waren, dass sie von den Reichen und Mächtigen akzeptiert werden konnten. Man kann sich in heutigen Kategorien, kann man sich Solon vorstellen als einen konservativen Sozialtechnokraten. Denn der Kontext dieser Reform war, dass der soziale Zusammenhalt so bedroht war, dass er die Kriegsfähigkeit von Athen bedrohte. Es ging also darum, wieder die Kriegsführungseffizienz herzustellen, indem man den sozialen Zusammenhalt verbesserte und das funktionierte prächtig. Wie sahen die aus? Die sahen so aus, dass er die Dominanz der Begüterten beschnitten hat. Ein Schuldenerlass für Besitzlose, ein Verbot der Schuldknechtschaft, das waren schon sehr radikale Eingriffe, die trotzdem akzeptiert wurden. Das war noch keine Demokratie, das waren Elemente von Demokratie. Zu denen gehörte Versammlung aller Bürger, Rechtssicherheit, Offenheit, Transparenz, kurze Amtszeiten und so weiter. Das war ein ganz wichtiger Schritt. Die volle Entwicklung von Demokratie haben wir erst zur Zeit der Aufklärung mit der schon genannten Volkssouveränität, eine ungeteilte Volkssouveränität, eine strikte Gewaltenteilung und die Bindung aller Staatsapparate an das demokratische Gesetz. Wenn man sich die Geschichte ansieht, Sie fragen jetzt sicherlich, wieso haben denn die Machteliten in Athen das mitgemacht? Wieso hat Solon sie überreden können zu solchen Reformen? Dann stoßen wir auf eine ganz wichtige Regularität. Wenn Machteliten zur Vermeidung von Aufständen gezwungen sind, demokratische Zugeständnisse zu machen, dann suchen sie zugleich
den dadurch erlittenen Machtverlust durch Einrichtung geeigneter Institutionen und durch Verwendung geeigneter Indoktrinationstechniken zu kompensieren. Ich habe Ihnen hier eine Beispielstudie gegeben, wenn jemand Interesse hat, sich das im konkreten Fall anzusehen. Das klingt etwas abstrakt. Ich gebe Ihnen da eine metaphorische Darstellung von in Form eines trojanischen Pferdes. Dieses trojanische Pferd ist so beschaffen, dass es vorne für das Volk den Aufkleber Demokratie hat und auch einige Reformen gewährt. Im Innenraum des trojanischen Pferdes sind aber raffinierteste Mechanismen, mit denen gleichzeitig die Eliten ihre Macht, während sie demokratische Elemente geben, stabilisieren. Das heißt konkret bei Solon: Solon hat dem Volk einige Reformen gegeben, die soziale Ungleichheit gelindert. Er hat aber gleichzeitig hintenrum, und damit konnte er dann auch die Eliten gewinnen, hatte er den ursprünglich durch hohe Gewalt erworbenen Reichtum verrechtlicht. Die Reichen hatten jetzt etwas weniger, aber sie hatten jetzt Planungssicherheit. Das Gleiche war bei der amerikanischen Verfassung. Es wurde, um ernsthaft demokratische Elemente während der amerikanischen Revolution zu dämpfen, wurde ein neues Konzept erfunden von den Gründervätern, die repräsentative Demokratie. Die wurde ausdrücklich erfunden, um die Stabilität einer Elitenherrschaft zu sichern, nämlich in Form einer Elitendemokratie. Hier sehen Sie, wie uns die politische Ökonomie ein etwas anderes Bild auf die Entstehung demokratischer Dinge gibt. Nun können wir fragen, wo stehen wir heute? Diese Dinge, fast alles, was in den traditionellen Demokratiekonzeptionen entwickelt wurde, ist mittlerweile wieder verloren gegangen. Volkssouveränität war nie verwirklicht. Zu tief ist das Misstrauen der Eliten in das Volk. Strikte Gewaltenteilung ist heute ausgehöhlt. Die Exekutive hat sich verselbstständigt und ist zu einem Selbstversorger von Gesetzen geworden und die Legislative zu einem Demokratieinszenierungsorgan der Exekutive. Damit, mit dieser Aushöhlung der traditionellen, dessen, was Demokratie eigentlich bedeutet, ist natürlich auch der Schutzbalken verloren gegangen, den Demokratie darstellen sollte. Das heißt, wir sind heute, es ist nicht überraschend, dass wir heute wieder bei einer Rückkehr zur Gewalt und zu einem Recht des Stärkeren sind, sowohl innerhalb der Gesellschaft wie auch beim Völkerrecht. Das Völkerrecht wird praktisch nur noch als Mittel zur Realpolitik missbraucht. Hierzu gehört auch der dritte Punkt, das dritte demokratische Versprechen. Angsterzeugung ist auch heute eine zentrale Technik zur Stabilisierung von Machtverhältnissen durch Feindbildaufbau, durch Aufbau von Bedrohungskulissen, durch soziale Spaltungen, durch Prekarisierung von Lohnarbeit und einem großen Spektrum von Techniken, mit denen man Angst erzeugen kann, und damit wird Demokratie ausgehöhlt. Wie ist nun die Beziehung von Angst und Macht? In der Psychologie unterscheidet man zwei Formen von Angst. Eine Angst, die sich auf ein konkretes Objekt oder Ereignis richtet, die nennt man auch häufig Furcht, und eine diffuse, in der Person gefangene Binnenangst, die Freud auch als neurotische Angst bezeichnete.
Was sind die Bewältigungsmechanismen? Angst ist biologisch funktional eigentlich etwas Positives, weil sie uns schützen soll, indem sie die gesamte psychische und auch physische Energie auf die Bewältigung eines bedrohlichen Vorgangs konzentriert. Bewältigungsreaktion ist also Aktivierung, Flucht oder Angriff. Wie ist die Bewältigungsreaktion bei der Binnenangst? Binnenangst ist eine gegenstandslose Angst und ist dadurch kaum noch zu bewältigen. Sie löst komplexe Binnendynamiken in der Psyche aus, die sich auf alle möglichen, wenn Sie sich wieder die Instrumente vor Augen führen, die sich über alle möglichen Instrumente auswirken können. Gerade die Binnenangst ist es, die sich für Machtzwecke hervorragend nutzen lässt, weil sie die Person lähmt und manipulationsempfänglich macht. Der große Politologe Franz Neumann, einer der Begründer des Faches Politologie, stellte fest, dass das Ziel politischer Angsterzeugung gerade darin liegt, Realängste in Binnenängste zu verwandeln, weil sie sich dann nicht mehr bewältigen lassen. Was sind die Folgen von Binnenängsten? Binnenängste kreisen in der Person und haben eine sozusagen destruktive Wirkung in der Psyche. Die Folgen sind Depression, psychosomatische Reaktionen, innere Unruhe, dann Verschiebungen in Richtung Aggression. Suchtverhalten ist eine typische Folge von unbewältigten Binnenängsten. All diese Faktoren steigen, wenn die Binnenangst steigt. Was auch steigt, wenn Sie die Binnenangst erhöhen, ist die Status Quo-Neigung. Die Status Quo-Neigung ist die wichtigste Variable der politischen Manipulation, wenn die Leute kein Interesse haben, mehr etwas zu ändern. Das heißt gerade Status Quo-Neigung, dann sind sie politisch sozusagen neutralisiert. Das ist die wichtigste Zielvariable in der politischen Manipulation. Die Status Quo-Neigung muss hochgehen, das tut sie durch Binnenangst. Das ist für Machtzwecke, habe ich hier symbolisiert durch das kleine Häkchen, das ist für Machtzwecke nützlich. Hoch geht auch die gesellschaftliche Apathie, ist auch nützlich. Runter geht Empathie und Solidarität. Das fördert soziale Spaltungen und macht Menschen auch leichter beherrschbar, weil sie sich nicht mehr in Gruppen zusammenschließen. Auch das ist für Machtzwecke nützlich. Hochgehen autoritäre Neigungen und Sehnsucht nach einem mächtigen, schützenden Führer. Auch das ist natürlich nützlich. Hochgeht die Dämonisierung der anderen, der Feind, der uns bedroht. Und damit natürlich Rassismus, Kulturrassismus, Sozialdarwinismus und so weiter. Auch diese Dinge sind für Machtzwecke ausgesprochen nützlich und werden gezielt manipuliert. Diese Dinge erzeugen eben einen kulturwissenschaftlichen Deutungsrahmen, einen kulturrassistischen Deutungsrahmen für gesellschaftliche Konflikte. Auch hier benötigen wir wieder gesellschaftliche Schutzbalken gegen diese gesellschaftsdestruktiven Auswirkungen, und das ist gerade wieder Demokratie. Nun zum Angst als Herrschaftstechnik im Neoliberalismus, weil der Neoliberalismus all diese Techniken optimiert hat. Der real existierende Neoliberalismus und die neoliberale Ideologie sind in aller Ausführlichkeit in der Literatur beschrieben und analysiert worden. Ich will nur zwei Punkte hier festhalten, die man sich noch einmal deutlich machen muss. Denn Neoliberalismus ist das größte explizit antidemokratische Projekt der vergangenen Jahrzehnte oder des vergangenen Jahrhunderts. Und wie der renommierte Sozialhistoriker Perry Anderson sagt, die erfolgreichste Ideologie der Weltgeschichte. Was der Neoliberalismus, was ihn kennzeichnet, wissen Sie, dass die Ökonomisierung der Gesellschaft, er erzeugt gesellschaftliche Unsicherheit und Undurchschaubarkeit durch Prekarisierung der Lohnarbeit,
Ökonomisierung aller gesellschaftlichen Bereiche. Und gleichzeitig, während er die Ängste erhöht, schwächt er systematisch, ich bin zu unruhig. Also mal um die Ecke, vielleicht kommen sie da nicht drauf. Achso, ja, danke. Also Prekarisierung von Lohnarbeit und Ökonomisierung aller gesellschaftlichen Bereiche. Und was er gleichzeitig macht, er schwächt all diejenigen Institutionen, die auf Solidarität und Gemeinschaftssinn beruhen und die gerade dazu dienen, Menschen in Phasen erhöhter Verletzlichkeit Schutz zu geben. Kindergärten, Schulen, Altenheime und so weiter. Das sind traditionell Institutionen, die zur Angstreduktion in einer Gesellschaft notwendig sind. Wenn man diese Institutionen schwächt, steigt massiv die gesellschaftliche Angst. Und er hat eine Ideologie der Undurchschaubarkeit, seine Markttheologie, dieser Fiktion des freien Marktes, will ich jetzt auch nicht im Detail darauf eingehen, die im Wesentlichen dazu dient, die Verantwortlichkeit wegzunehmen. Es gibt niemand mehr, der verantwortlich ist, weil es ja die Gesetze des freien Marktes sind, denen man sich anpassen muss. Wenn es keine Verantwortlichkeit mehr gibt, dann haben natürlich die Menschen keine Adressaten mehr in der Politik und wir haben die Entstehung einer Kultur der permanenten Unsicherheit und Angst. Das macht den Neoliberalismus aus. Gesellschaftlich ausgelöste Affekte von Angst, Furcht, Unbehagen finden keine Adressaten mehr in der Politik. Das heißt, der Neoliberalismus erhöht massiv das Gefühl der politischen Ohnmacht. Und das erzeugt psychische Spannung. Die psychischen Spannungen suchen sich andere Wege der Entlastung. Und dann sind wir wieder bei Kulturrassismus, Sozialrassismus, Hass auf die Armen. Der Sozialrassismus und der Sozialdarwinismus sind sozusagen die Hausideologien der Mächtigen und Reichen. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele für Sozialrassismus. Der damalige Verwaltungspräsident der Firma Nestle bezeichnete 96 arbeitsunwillige und arbeitsunfähige Menschen als Wohlstandsmüll. Boris Johnson 2005, das untere 20%, ein Fünftel der Gesellschaft, versorgt uns mit Proleten, Verlierern, Einbrechern, Drogenabhängigen und jenen, die in unseren Gefängnissen verloren gehen und nichts anderes lernen, als zu effektiveren Kriminellen zu werden. Macron, es gibt Leute, die Erfolg haben und Leute, die nichts sind. Diese Ideologie verbreitet sich mittlerweile auch in der abstiegsgefährdeten Mittelschicht. Es gibt einen Soziologen, Wilhelm Heidmeier, der das über viele Jahre sehr akribisch untersucht hat. Und er stellt fest, eine zunehmende rohe Bürgerlichkeit, ein Rückzug aus der Solidargemeinschaft, ein eisiger Jargon der Verachtung, und eine Ideologie der Ungleichwertigkeit. Der Sozialrassismus ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und der Neoliberalismus hat, schreibt einer der besten Kenner des Neoliberalismus, Philipp Mirowski, dass die Armen nicht mehr als Klasse gelten, macht es leichter, sie als Einzelne zu hassen. Sie sind der Abfall des Marktes. Ich will noch kurz auf eine andere Angsterzeugungstechnik eingehen, die unter dem Neoliberalismus zur Blüte, die hat es immer gegeben, die ist aber in den letzten Jahren schleichend zu einer neuen Blüte gelangt. Das ist eine Softpower-Technik der Erzeugung von Verwirrung. Wenn Sie geistesverwirrt sind, dann ist alles
weg und auch der Demokratie die Grundlage. Wie funktioniert die? Mirowski schreibt, Verwirrung wurde zu einer aktiven politischen Strategie, die sich stark von der traditionellen Propaganda unterscheidet. Desinformation beruht auf der Schaffung eines Nebels von Verwirrung und weniger direkt auf einfacher Meinungsmanipulation. Diese Dinge sind sehr viel wirklich wirksamer als das, was wir noch als traditionelle Propaganda im Kopf haben. Da sozusagen unser psychisches Immunsystem in viel radikalerer Weise ausgeschaltet, unser Immunsystem gegen Manipulation ausgeschaltet wird und unterlaufen wird. Was sind die Methoden? Überflutung mit fragmentierten und inhaltsleeren, inkohärenten Informationen, Gewöhnung an inkonsistenten und inhaltsleere Wörter, Gewöhnung an vernunftwidrige oder faktenwidrige Narrative, ein systematisch erzeugter Verfall der Argumentationskultur. Das können Sie eigentlich täglich in den Medien, schauen Sie sich eine typische Talkshow im Fernsehen an, dann finden Sie all diese Techniken, da kann man die wunderbar dran lernen, die dienen dazu, dass man hinterher das Gefühl hat, ich weiß jetzt gar nichts mehr, ich bin eigentlich nur noch verwirrt im Kopf. Das ist genau das Ziel dieser Softpower-Technik. Erhöhen von Unsicherheit und Angst und ein ganz wichtiger Punkt, den Hannah Arendt schon gemacht hat, die zielen darauf, ein für alle Mal die Befähigung zu blockieren, überhaupt noch Überzeugung, rationale Überzeugung auszubilden. Sie haben eigentlich nur noch ein Rauschen und Schwirren im Kopf. Das sind Techniken, die in letzter Zeit massiv an Bedeutung gewonnen haben, wo es sich lohnt, einen kritischen Blick drauf zu haben. Was können wir jetzt aus dieser Zugangsweise der politischen Ökonomie lernen für unser politisches Handeln, wenn wir Demokratie erringen und verteidigen wollen? Wir hatten gesehen, es gibt drei Bedingungen, unter denen Machteliten bereit sind, demokratische Zugeständnisse zu machen. Große soziale Konflikte zwischen Elitengruppierungen, ein hohes soziales Konfliktpotenzial und dass die Kosten der Repression hoch sind. Wie sieht es heute aus? Der Neoliberalismus hat vor allen Dingen durch den Finanzkapitalismus einen historisch einzigartigen Grad an Elitenhomogenität erzeugt. Was bedeutet das? Chancen für Demokratie sind massiv gesunken. Wir haben heute historisch einzigartig niedrige Kosten von Repression. Warum? Heute sind durch moderne Techniken der Indoktrination und Propaganda, durch die Einbindung von Medien in ökonomische und politische Machtstrukturen und durch die Möglichkeiten digitaler Überwachung die Kosten der Repression so niedrig wie nie zuvor. Das bedeutet, dass die Chancen für demokratische Zugeständnisse heute massiv gesunken sind. Wir haben ein geringes Empörungspotenzial und eine hohe Status Quo-Neigung, weil die Techniken ebenfalls ausgesprochen verfeinert worden sind, wie man die Status Quo-Neigung und den Grad der Duldung und Zustimmung der Bevölkerung erhöhen kann. Das ist die Situation, die wir haben. Folglich ist es nicht überraschend, dass Demokratie zunehmend von den ökonomischen, politischen Zentren der Macht als überflüssig und hinderlich betrachtet wird und wir eine Transformation zum autoritären Überwachungs- und Sicherheitsstaat haben. Das gilt umso mehr, als wir gegenwärtig in einer Zeit leben, die im historischen Rückblick als eine Zeit der massiven Gegenaufklärung charakterisiert werden wird. Die vergangenen Jahrzehnte sind durch einen zivilisatorischen Regress der schleichenden Entzivilisierung von Macht charakterisiert. Ein Gegenmittel, ein zivilisatorisches Gegenmittel, kann nur von unten kommen.
Und es muss von der unbeirrbaren Entschlossenheit getragen sein, keine gesellschaftliche Macht zu akzeptieren, die nicht demokratisch legitimiert ist. Dazu müssen wir uns aber überhaupt erst wieder erinnern, was Demokratie tatsächlich bedeutet und warum sie eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften ist. Die zivilisatorische Leitidee von Demokratie waren egalitäre Prozeduren zur Gewaltvermeidung und es darf keine Form gesellschaftlicher Macht geben, die nicht demokratisch legitimiert ist. Was folgt daraus für unsere tagtäglichen Aufgaben? Wir müssen illegitime gesellschaftliche Macht überall bekämpfen. Macht, die nicht demokratisch legitimiert ist, ist illegitim und muss beseitigt werden. Und wir müssen auf der Grundlage eines egalitären Humanismus überhaupt erst Solidarität und Gemeinschaftssinn als zivilisatorische Leitmotive zurückgewinnen. Das ist angesichts der gigantischen Asymmetrie zwischen der Macht weniger und der politischen Ohnmacht des Restes der Bevölkerung keine leichte Aufgabe. Aber eine Alternative haben wir nicht, wenn wir einen Rückfall in die Barbarei verhindern wollen. Ich danke Ihnen.